perhaps two or three scriptures. Ich möchte jetzt zwei oder vielleicht drei Schriftstellen mit euch betrachten. God the Father. Um eine Beziehung mit Gott dem Vater zu haben. And how can we have the relationship with God the Father? Wie können wir eine Beziehung mit Gott dem Vater haben? You see, theology kind of stole the Father from us. Die Theologie hat gewissermaßen den Vater von uns gestohlen. Because theology made out of God some sort of machine. Denn die Theologie hat aus Gott eine Art Maschine gemacht. Kind of has taken away the person away from God. Sie hat die Person von Gott weggenommen. A feeling person. Eine fühlende Person. Eine verstehende Person. A person that loves you. Eine Person, die dich liebt. And wants the best for you. Und die das Beste für dich möchte. Theology has put him in some kind of box. Die Theologie hat Gott in eine Art Schachtel gesteckt. And he became kind of a mystical figure. Und er ist eine Art mystische Figur geworden. Yet the Bible clearly says, und doch sagt die Bibel klar, that he has created us according to his image and according to his likeness. Dass er uns geschaffen hat, seinem Bild gemäß, uns als Gleichnis für Now, auf do you ihm. Believe that? Glaubt ihr das? Do you believe this is what the Word of God says, that he created us according to his image and likeness? Glaubt ihr, dass das Wort Gottes sagt, dass er uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat? So if we are created according to his image and likeness, he has begotten us. Und wenn er uns also geschaffen hat nach seinem Bildnis und Gleichnis, dann hat er uns zur Geburt gebracht. It is like you see children and you know they look like their parents. Und es ist wie wenn man Kinder anschaut, sie schauen irgendwie aus wie die Eltern. When you look at the Wolfgang family, you can see who the children are because they know who the parents are. Wenn du die Familie von Wolfgang anschaust, dann weißt du, wer die Kinder sind, weil sie irgendwie mit den Eltern jedenfalls sind. Do you see that there are similarities? Das sind Ähnlichkeiten, sehen es. And sometimes we say the daughter looks like the father and the son looks like the mother. Manchmal sagen wir, die Tochter schaut wie der Vater aus und die Mutter wie und der Sohn wie die Mutter. And when the baby is born, the father says, no, he's got my eyes, and the mother says, no, she's got my nose or whatever. Und wenn das Baby geboren hat, sagt der Vater, ja, meine Augen hat er, und die Mutter sagt, nein, meine Nase. We want to see ourselves in the baby, don't we? Wir wollen uns selbst in den Baby sehen. That's normal, that's natural, that's what God made. Das ist normal, natürlich, so hat's Gott gemacht. And so he created us and he wants to see himself in us. Und so hat er uns gemacht und möchte sich selbst in uns sehen. Can he see himself in you? Kann er sich in dir sehen? Or do you have to approach him with some kind of book or catechism or something else? Oder musst du dich ihm nähern mit irgendeinem Buch oder irgendwelchen He will not talk to you until you have a candle burning. Spricht er nicht mit dir, bevor nicht irgendeine Kerze brennt und irgendwelche Bilder rumstehen? Or you have to go into the charismatic movement and have a praise and worship tape on. Oder musst du erst in der charismatischen Bewegung ein Lobpreisband anschalten? Then the Lord speaks. Dann spricht der Herr. Or when you fast, then he speaks. Oder wenn du fastest, dann spricht er. Or when you afflict yourself, then he, you know, then he finally the machine begins to act. Oder wenn du dich irgendwie quälst, dann endlich fängt die Maschine an zu arbeiten. If you push enough of buttons, then finally he will do something. Also, wenn du genügend Knöpfe drückst, dann wird es irgendwann tun. You're suffering and you say, God, where are you? Oder du leidest und sagst, Gott, wo bist du? But it is the same way as with those people. Aber es ist so wie mit diesen Leuten. Who don't believe in God? Die nicht an Gott glauben. Don't talk to him, don't nicht read his zu ihm sprechen, word, sein Wort nicht don't lesen. Don't want to hear about God. Die nichts von ihm hören wollen. But when they have an accident, aber wenn sie einen Unfall haben, the first thing that comes out of them is, oh my God! Aber wenn sie dann einen Unfall haben, kommt es als erstes aus ihrem Mund, oh mein Gott. Is he your God? Ist er ihr Gott? Or they say, Jesus! Oder ist es Jesus? Is he your Savior? Ist er dein Erretter? Only in trouble, we call on him. Nur in Schwierigkeiten rufen sie zu ihm.
But then we forget afterwards. And then he said, well, I called on his name, but I have to fix it myself. I have to do it all by myself. Aber dann vergessen sie ihn wieder. Ich habe seinen Namen angerufen, aber ich habe es dann selbst reparieren müssen. Alles habe ich selber machen müssen. Until a wild man comes to you and begins to tell you, he said, no, he can fix you. Bis dann ein wilder Mann zu dir kommt und sagt, ja, er kann dich reparieren, in Ordnung bringen. He can make everything all right. Er kann alles in Ordnung bringen. He may be talking strange a little bit. Er mag ein bisschen eigenartig sprechen. It's a little bit far-fetched. Far-fetched means something weit fortgeschoben. Just a little bit beyond your range of understanding. Ja, ein bisschen weit weg von meinem Verständnisbereich. Something you are not used to. Etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Something maybe you did not hear in your churches. Etwas, was du in deiner Kirche nicht gehört hast. Yes, that's how it's supposed to be. So sollte es sein. How many pastors come to me and say, you know what? You preach that which I do not preach. Manche, so viele Pastoren kommen zu mir und sagen, ja, du predigst das, was ich nicht predige. And I said, so, no? Und ich sage, ja, so. What's the next thing? Was ist das Nächste? Well, what he's trying to say is that you're supposed to preach what I preach. Und sie sagen also, du solltest das predigen, was ich predige. Well, why? Aber warum? If I preach the same what you preach and everybody else preaches the same thing what you preach, we are a bunch of robots. Wenn ich dasselbe predige wie du und alle dasselbe predigen wie du, dann sind wir doch Roboter. Or you say, I never heard it before. Oder du sagst, ich habe es vorher nie gehört. Well, my Lord, are you 1,000 years old that you already heard everything? Aber mein Herr, bist du 1,000 Jahre alt, dass du alles schon gehört hast? You know, we can be old and still we didn't hear everything. Wir können alt sein und doch nicht alles gehört haben. If I begin to explain my mother computers, she says, no, don't tell me because it gives me headache. Wenn ich meiner Mutter Computer erkläre, sagt sie, erzähl mir das nicht, da kriege ich Kopfweh davon. She's 82 years old. 82 ist sie. Doesn't matter how much I try to explain, she will not understand it. Es ist egal, wie gut und wie viel ich sie erklären will, sie wird es nicht verstehen. Can she says you're preaching what I am not preaching? Kann sie sagen, du predigst, was ich nicht predige? Do you see this? There has to be something that breaks us loose. Da muss etwas sein, was uns losbricht. And when we are loose, we are set free. Und wenn wir gelöst sind, dann sind wir freigesetzt. And we begin to see God the original way. Und dann beginnen wir Gott zu sehen in der originalen Weise. Because he is already in you. Denn er ist bereits in But dir. He's kind of squished in you. Er ist irgendwie reingepresst. Squished by external pressure. Durch auswärtigen Druck hineingepresst. And we have to just not allow ourselves to be pressured into anything. Und wir sollten es nicht erlauben, in irgendwas hineingepresst zu werden. Where the Spirit of God is, there's liberty. Wo der Geist des Gottes ist, da ist Freiheit. In Psalms 16. Im Psalm 16. Interesting, because I like to bring those interesting things to Germany. Das ist was Interessantes. Ich bringe gerne interessante Dinge nach Deutschland. Verse 11, maybe in your German translation is 12. Vers 11 oder 12, das müssen wir jetzt erstmal schauen. Thou wilt make known to me the path of life. In thy presence there is fullness of joy. In thy right hand there are pleasures forevermore. Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Now my translation say exactly. In your right hand there are pleasures forevermore. Meine Übersetzung sagt genau, in deiner rechten Hand sind Freuden für immer. Yeah, I see you cannot say that word because it doesn't fit. Das könnt ihr nicht sagen, weil es irgendwie nicht passt. Vergnügungen. Vergnügungen. You see, your mind is set on the carnal pleasures. Euer Sinn ist auf fleischliches Vergnügen gerichtet. And that's what the word defines here in your language. Und das ist das, was in eurer Sprache das Wort hier definiert. See? But because you have not tasted yet the spiritual pleasures. Aber weil ihr das geistliche Vergnügen noch nicht geschmeckt habt. God wants to cleanse our speech, our thinking and everything.
will Gott unser Reden und unser Denken in allem reinigen. Until we know him. Bis wir ihn kennen. He can give you different senses. Er kann dir verschiedene Sinne geben. And that you can sense him spiritually. Und da kannst du ihn wahrnehmen, fühlen, auf geistliche Weise. I would like for you to open now John 14. Johannes 14, wollen wir bitte aufschlagen? Read from verse 23 to 24. Vers 23 bis 24 wollen wir lesen. Okay. You will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. He who hears these words, and go on. Okay. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Yes. Weiter. Mm-hmm. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. There is a longing in us to be one with the Father as Jesus was one with the Father. Es ist ein Verlangen in uns, mit dem Vater eins zu sein, wie Jesus mit ihm eins war. I mean, when you read the Gospels, you see that Jesus spoke much about the Father. Everything was about the Father. Wenn du das Evangelium liest, siehst du, dass Jesus viel vom Vater sprach. Alles war über den Vater. And he says, I don't speak from myself. The Father who abides in me, he speaks. Und er sagt, ich spreche nicht von mir aus, sondern der Vater, der in mir bleibt, er spricht. Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke. Ich kann sie nicht tun, aber der Vater tut sie. I do not bear witness of myself. There's somebody higher than me, the Father. He bears witness of me. Ich zeuge nicht von mir selbst. Da ist ein Höherer, der zeugt von mir. But you do not even know me, let alone knowing the Father. Aber you don't know me, neither do you know the Father. Aber wenn du mich nicht kennst, dann kennst du den Vater auch nicht. So how can you hear his witness? So wie kannst du sein Zeugnis hören? Do you follow me? Folgst du mir? You see, Jesus heard the Father's witness. Nobody else heard it. Jesus hörte das Zeugnis des Vaters. Kein anderer hörte es. He said, "Well, but that was Jesus." Und sagten, ja, das war Jesus. Well. He says, you can be like me. You can even do greater works than I did. You can be like me. Und er sagt, du kannst wie ich sein. Du kannst sogar größere Werke tun. Kannst wie ich sein. And in John 17, he says, I have given you his name and I will make you one as we are one. Und in Johannes 17 sagt er, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und sie sollen eins sein, wie wir eins sind. So, a lot of people look for this relationship with the Father. Und viele Leute schauen auf diese Beziehung mit dem Vater. And this is inner, deep longing for the Father. Und dieses ist ein inneres, tiefes Verlangen nach dem Vater. And a lot of people have been abused by their earthly fathers. Und viele Menschen sind missbraucht worden von ihren irdischen Vätern. Oh, and the mothers. Und die Mütter. And they have a stronghold. Und da haben sie eine Festung. Here in Nürnberg, there was a girl that had a spirit of suicide because her father was molesting her, and she tried to kill herself. Und hier in Nürnberg war ein Mädchen, die hatte einen Geist des Selbstmordes, der daher kam, dass ihr Vater sie misshandelt hat. And when I was ministering to her, I forced her to say the name Father. Und als ich ihr diente, da habe ich sie fast zwingen müssen, den Namen Vater zu sagen. And she couldn't. Und sie konnte es nicht. So I shut up the spirit and I said, I speak to you, and I named her name. Und dann habe ich den Geist ausgeschlossen und habe zu ihr gesprochen und ich habe gesagt, ich spreche zu dir, habe den Namen genannt. You have a free will, use it. Du hast einen freien Willen, gebrauche ihn. And then when she said it, und als sie es sagte, and I led her in that prayer, und ich in ein Gebet sie geführt habe, she was instantly set free. Da war sie spontan freigesetzt. About 2 years later, I met her in Fürth in another church. Und ungefähr 2 Jahre später habe ich sie in Fürth in einer anderen Kirche getroffen. I said, "How are you doing?" Fragte sie, wie geht es she dir? She says, "Since that day, I have no problem with that spirit. I'm free and happy, and I'm very blessed." Und sie sagte, seit jenem Tag habe ich kein Problem mit diesem Geist. Ich bin glücklich und froh und gesegnet. Because people want a relationship with the Father, they go into all kinds of strange doctrines.
Deswegen, weil die Leute eine Beziehung zum Vater wollen, gehen sie in irgendwelche eigenartigen, fremdartigen Lehren. Now I want to touch on something else. Back to the book of Psalms. Zu Psalmen zurück. Chapter 91. Das Psalm 91. And I want you to read verse 14. I believe this is verse 14. 91. Vers 14. Known me, therefore. Ja, das ist er. Also der Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Okay, because he has known my name. I will protect him because he has known my name. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. People are almost obsessed with the name, name, name. Die Leute sind schon fast besessen mit dem Namen, der Name, der Name. I want to tell you something. Ich möchte euch was erzählen. I cannot use that name. Ich kann diesen Namen nicht gebrauchen. Ich werde ihn nicht gebrauchen. Unless I'm alone in my room. Außer ich bin in meinem Raum, in meinem Zimmer Jesus, allein. I say God. Ich sage Jesus, ich sage Gott. That name should be translated. That name should be understood. Dieser Name sollte nicht übersetzt werden, verstanden werden. That name should not be played with. Damit sollte man nicht spielen. You shall not take the name of God in vain. Solltest den Namen Gottes nicht eitel gebrauchen. That's one of the Ten Commandments. Zu nichtigem, das ist eins der zehn Gebote. People are obsessed with the name and they invent all kinds of new names. Und die Leute sind da geradezu besessen mit diesen Namen und sie erfinden alle möglichen anderen Namen. Because they think they have more power. Denn sie denken, dass sie mehr Kraft haben. Or they are closer to the Father. Oder dass sie dem Vater näher Actually, sind. They are being pushed away from the Father. Aber in Wirklichkeit werden sie weggedrückt vom Vater. And they are drifting into the world of religiousness. Und sie treiben in die Welt der Religiosität hinein. You see, God, the rabbis protect the name of God for on purpose. Und die Rabbiner haben den Namen Gottes absichtlich geschützt. The Kabbalists in Judaism, they have been playing with that name. Die Kabbalisten in Judaismus, die haben, what did they say? They played with the name of God. Sie haben gespielt mit dem Namen Gottes. And they were getting into trances and all kinds of things. Und da haben sie in Trance sich versetzt und alle möglichen Dinge. I can show you those Kabbalists and the psychiatric wards in Jerusalem today. Und diese Kabbalisten, die kann ich dir zeigen in den psychiatrischen Abteilungen in Jerusalem heute. They just broke down. Sie sind zusammengebrochen. They are in the psychiatric hospitals. Abnormal, crazy. Jetzt sind sie in der Psychiatrie nicht mehr normal, verrückt. Don't play with the power of God. Spiele nicht mit der Kraft Gottes. He doesn't want to give you power. You're not ready yet for it. Er will dir keine Kraft geben. Du bist noch nicht fertig dafür, noch nicht First, vorbereitet. He wants a relationship. Zuerst möchte er eine Beziehung. Yes. Imagine this. What would it be if in your family a baby is born? Wenn in deiner Familie ein Baby geboren ist. And the father lays hands on the baby. Und der Vater legt ihm die Hände auf. And deposits a gift like Einstein did have. Und gibt ihm, überträgt ihm da eine Gabe, wie es Einstein hatte. The baby can hardly see. The baby has no teeth, but it's already an Einstein. Das Baby kann kaum sehen, hat noch keine Zähne, aber es ist schon irgendwie ein Einstein. That baby not only would destroy the world, but itself. Das Baby wird nicht nur die Welt zerstören, auch sich selbst. Do you see this? Seht ihr das? It has to grow. Es muss wachsen. It has to mature. Es muss reif werden. It has to go through the thick and through the thin. Es muss durch das Dicke und durchs Dünne gehen. It has to go through the fire and through the water, through the valleys, through the mountains. Durchs Wasser, durchs Feuer, durch die Täler, durch die Berge, über But die Berge. But in all of this, there is God. Aber in all dem ist Gott. That's why I will always say God in the public. I will always say Jesus in the public. Deswegen sage ich in der Öffentlichkeit immer Gott und Jesus. Because he said there. I will protect him, I will shield him. Denn er sagte, ich will ihn schützen, ich werde ihn I'll be with him. Ich werde mit ihm sein. He is my beloved. Er ist mein Geliebter. Because he has known my name. Denn er hat meinen Namen gekannt. He will be in the secret place. Er will an dem geheimen Under Ort sein. The wings of the Almighty. That's how the psalm begins. He's in the secret place of the Almighty. So beginnt der Psalm unter den Flügeln des Allmächtigen an dem geheimen Ort. Secret place. Der geheime Ort. That's when the name of God is revealed to you. Dort wird dir der Name and Gottes when it's revealed offenbart, to you, enthüllt. Und wenn er dir enthüllt you ist, don't show it off. You don't blab it out to everybody.
dann plapperst du das nicht aus zu jedermann. You don't go around and say, you know, about your intimate sex with your wife or your husband, do you? Du gehst doch auch nicht rum und zählst jedermann über intime Verhältnisse. How many times you go in the toilet and how do you bathe or whatever? These are intimate things. Oder andere Dinge aus Toilette oder Bad betreffend. You see? Intime Dinge. You marry God, you're becoming one unit with God. Du heiratest Gott, du bekommst das eine Einheit mit Gott. And this is what Jesus was speaking here. Und davon spricht Jesus hier. We will come into you. We will come to you. Wir werden zu dir kommen. And we will make our abode in you. Und wir werden in dir bleiben. Wow. Ja. Why is it we? Isn't God one? Warum wir? Ist Gott nicht einer? Very simple. Sehr einfach. The Spirit and the Word. Sehr einfach, der Geist und das Wort. Means when you have the Spirit in you. Wenn du den Geist in dir hast, he will speak to you. Jesus is the Word. Dann wird zu dir sprechen. Jesus ist das Wort. He was always the Word, and he always will be the Word. Er war immer das Wort und wird immer das Wort sein. That will never change. Das wird sich nie ändern. So he will speak. He says, "My sheep hear my voice." So wird sprechen. Sagt, meine Schafe hören meine Stimme. There was never pride in Jesus on this earth. War auf dieser Erde nie stolz in Jesus. He said, "The same works that I do, you will do." Sagt, dieselben Werke, die ich getan habe, die werdet in ihr John, tun. In John 17, verse 22, he says something wonderful. In Johannes 17, Vers 22, sagt etwas Wunderbares. Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Lass sie eins sein, wie wir eins sind. He was not exclusive. Er war nicht ausschließlich exklusiv. He didn't say, I am the only one, one with the Father. Er sagte nicht, ich bin der Einzige, der And eins ist mit dem Vater. For this reason I have given them the name. Und dann sagt er, zu diesem Zweck habe ich ihnen den Namen gegeben. All right. Verse 26. Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Listen to this for a moment. What is oneness? What is oneness? Was ist eins sein? Oneness is husband and wife, they become one, they become intimate. Wenn Ehemann und Ehefrau eins sind, dann sind sie intim. The Bible says they shall be one flesh. Die Bibel sagt, sie sollen ein Fleisch sein. Not necessarily one mind, not one soul, not one spirit, one flesh. Nicht notwendigerweise eine Meinung und seelisch eins, es ist ein Fleisch. Why am I saying this? Warum sage ich das? Because you see, there has to be the first connection. Denn ihr müsst sehen, da muss erst mal die erste Verbindung sein. And in time we can become one mind. Und mit der Zeit werden wir dann auch einer Meinung sein. In time we can become one soul. Und mit der Zeit werden wir auch seelisch eins sein. And we can become even one spirit. Und sogar geistlich eins. We can grow and mature into that oneness. Wir können wachsen und reifen in diese Einheit hinein. And Jesus says, I have given them thy name. Und Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen which is gegeben, God's glory, was ja Gottes Herrlichkeit I ist. Shared with them what I am, ich habe ihnen mitgeteilt, was ich bin and what I have, und was ich habe, that they may become one, damit sie eins werden, whereas I am one with the Father. So wie ich mit dem Vater eins Let's bin. Translate it. Let them become as intimate with the Father as I am intimate with the Father. Wollen wir das mal so übertragen? Lass sie so intim mit dem Vater werden, wie ich mit dem Vater intim Don't bin. You like that? Ja, Let das? Them be intimate with the Father as I am intimate. Lass sie intim mit dem Vater sein, so wie es ich bin. As I am listening to the Father, let them listen to the Father. So wie ich dem Vater zuhöre, lass sie auch zuhören. As I am obedient to the will of the Father, let them be obedient to the will of the Father. So wie ich gehorsam bin dem Willen des Vaters, lass auch sie gehorsam sein dem Willen As des Vaters. As I walk in his ways, let them walk in his ways. So wie ich in seinen Wegen wandle, lass sie auch in seinen As Wegen a group, wandeln. Never. Als Gruppe, niemals. As a church, never. Als ganze Kirche, niemals. As a nation, never. Auch als Nation, niemals. Individually. Das ist individuell.
I will never lump you together and tell you, say, everybody is the same and everybody is doing the same thing. Lump people together. Ja, ich stopf sie nicht zusammen, damit sie alle gleich sind, alle eins sind. It is like putting all colorful clothes into your wash machine and putting Clorox in it. Das ist wie wenn du Wäschestücke jeder Farbe in deine Waschmaschine tust und dann mit einem Bleichmittel Waschmittel. And you say I'm going to have very clean clothes. Dann sagst du, hast sehr saubere Kleider. On Wednesday I'm wearing the green, on Thursday I'm wearing the red, and on Friday I'm going to wear the white. Und dann sagst du, an dem einen Wochentag trage ich das, am anderen jene Farbe. And then you go into the washing machine. Und dann gehst du zur Waschmaschine. Everything is white. Ist alles weiß. You see, God has created colors, differences. Ja, Gott hat also Farben geschaffen, auch Unterschiede. Everyone is different. Jeder ist anders. And everybody is beautiful in their own way. Und auf seine eigene Art ist jeder schön. Because I'm not like you, you should appreciate this. Weil ich nicht so bin wie du, solltest Amen. Du das schätzen. Nobody is like this sister. Niemand ist wie die Schwester. Und das schätze ich. Everyone is different. Jeder ist anders. Learn to appreciate it. Lerne es, das zu schätzen. Everybody is a well of salvation. Everybody is a treasure chest. Jeder ist ein Brunnen der Errettung, eine Quelle der Errettung, ein Schatz. Auf was? Oder was? Chest, treasure. Schatz. Ja, eine Schatztruhe. Ja. Every one of us. Jeder And there's uns. Such a variety in all of us. Und da ist so eine Verschiedenheit in uns. Because the Father is in us already. Weil der Vater bereits in uns ist. But we have let ourselves be robbed of him. Aber wir haben es zugelassen, dass wir beraubt worden von ihm, also seiner beraubt wurden. No more. If this meeting can bring blessing to you. And bring you back to that relationship with the Father. So soll es also nicht mehr sein. Dieses Treffen heute, diese Zusammenkunft soll uns zurückbringen zur Beziehung mit dem Vater und Segen bringen. You will learn what is intimate is intimate. Du sollst es lernen, was intim ist. Meetings like this will never bring you into intimacy with the Father. It will only appoint the way. Zusammenkünfte wie diese hier werden dich nicht in die intime Beziehung zum Vater bringen, aber sie werden dir den Weg zeigen. Let me bring you another aspect very quickly. Lass mich euch einen anderen Aspekt sehr schnell noch zeigen. There was a time when the disciples tried to do a miracle of some sort. Da gab es eine Zeit, wo die Jünger versuchten, ein bestimmtes Wunder zu tun. Sie konnten es nicht. And so Jesus says to them, it's because of your littleness of faith. Und Jesus sagte, das ist wegen eures Kleinglaubens. So they say, would you please increase our faith? Und so sagten sie, würdest du bitte unseren Glauben wachsen lassen? Jesus says, well, if you would have faith in God. Und Jesus sagte, wenn ihr Glauben an Gott habt, then you would speak to this mountain, be thou removed, and it would obey you. Dann werdet ihr zu diesem Berg sprechen, sei versetzt und er wird dir gehorchen. Can you imagine that the younger, the disciples? Könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Yeah. Increase our faith. Ja, lass unseren Glauben wachsen. Because I don't like this mountain. Denn diesen Berg mag ich nicht. And that mountain is too high for me. Und dieser da drüben ist zu hoch für mich. I don't want it. Ich will ihn nicht. Remove thyself, go to the sea. Entferne dich. Ins Meer. And after that, he said, "Oh, it worked." Und dann sagen sie, jo, es hat funktioniert. Oh, I don't like this house here next door. I mean, it's too close to my house. Und ich mag auch dieses Haus nicht da drüben. Das ist mir zu nah dran. So, I'm gonna remove it. Ich entferne auch dieses Haus. I got my faith here. Ich habe meinen Glauben. Or the name of God, or whatever. Oder den Namen Gottes, was immer. Be that removed. Und sei entfernt. You see what would happen? We would destroy everything. Und ihr seht, wir würden also alles zerstören. So there is something there that is missing. Und es fehlt also irgendwas noch. You cannot increase your faith. Du kannst deinen Glauben nicht selber Because wachsen lassen. Faith is a gift of God. Denn Glaube ist eine Gabe Gottes. It's one of the gifts of the Holy Spirit. One of the 9 gifts of the Holy Spirit. One of them is faith. Eine der 9 Gaben des Heiligen Geistes ist der Glaube. Can you increase that? Kannst du das wachsen lassen? No. Selbst vermehren? Nein. It stays the same. It's a door. It's an opening between God and you and the other person. Es ist eine Tür, eine Öffnung zwischen Gott und dir und der anderen Person. So what were they asking Jesus for?
Für was haben sie also Jesus gefragt, um was they gebeten? They were asking, increase our trust in God. Sie haben darum gebeten, dass er unser Vertrauen auf Gott wachsen lässt. If you bring trust to the equation, wenn du Vertrauen when you bring the trust herbeiführst, as a subject, then you will see that trust can be deepened. Dann kannst du sehen, dass das Vertrauen vertieft werden kann. How? Wie? When you know the person a little bit better. Wenn du die Person besser kennst. When you get more intimate with a person. Wenn du mit der Person intimer wirst. You become more trusting. Dann wirst du vertrauender. No wonder he says, have trust in God. Trust in God, your Father, the Creator. Und es ist also kein Wunder, dass er sagt, traue auf Gott, den Schöpfer, den Vater. And they have translated faith, but originally it says trust. Und sie haben es hier in den Bibelübersetzungen mit Glauben übersetzt, aber es heißt eigentlich Vertrauen. And he said, trust in God so much. Und er sagte, vertraue Gott so sehr, that you will stop worrying. Dass du aufhörst, dir Sorgen zu machen. You cannot do today what you ought to do tomorrow. Du kannst heute nicht machen, was du morgen tun solltest. Whatever comes tomorrow, comes tomorrow. Today is today. Was morgen kommt, kommt morgen. Heute ist heute. Trust God. Vertraue Gott. Trust God. Vertraue Gott. See, worry comes from lack of knowledge of God. Die Sorge kommt also, ihr seht, von einem Mangel an Gottes Erkenntnis. In the beginning we talk God, 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 but after you become more intimate, you say, oh, Father. Am Anfang reden wir von Gott, 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 aber nachdem wir etwas intimer werden, dann sagen wir, Vater. God is for the whole world. Gott ist für die ganze Welt. And in the past they had many different gods. Und in der Vergangenheit, da gab es viele verschiedene Götter. And out of all those gods in the world, und aus all diesen Göttern in der Welt, the Egyptian gods, die ägyptischen, the Assyrian gods, die assyrischen, the Greek gods, die griechischen Götter, die babylonischen Götter, the Asian gods, die asiatischen Götter. Not even one of them was a father. Nicht mal einer von ihnen war ein Vater. Not one. Nicht einer. They had masters, they had lords, like Baal is a master, lord. Sie hatten Meister oder Herren, wie der Baal. But none of them were fathers. Aber keiner hatte das Wort Vater. The Lord permitted them playing with all that kinds of gods, but none of them were fathers. Der Herr hat es erlaubt, dass sie mit diesen Göttern spielen, aber keiner von ihnen war Vater. It goes further. Es geht weiter. Jesus says, don't call anybody father. Jesus sagt dann, nenne niemanden Vater. You have only one father. Du hast nur einen Vater. Means you don't have many fathers. You have one father. Das heißt, du hast nicht viele Väter. Du hast Hallelujah. Isn't that wonderful? We all have one father. He made us. Now he knows how you tick, like a clock. Es ist nicht wunderbar. Wir haben also alle einen Vater. Er weiß, wie wir ticken, funktionieren wie eine Uhr. You are his clock. He set it up. Wir sind seine Uhr. He wind it. Er hat sie eingestellt, aufgezogen. And as far as he winded it. Und so weit, wie er sie aufgezogen so long hat, you will tick. So lange wirst du ticken. You say, Lord, please give me more grace. Und du sagst, Herr, gib mir mehr Gnade, yes, bitte. Ja. You're my beloved. Ja, du bist you please mein Geliebter. Me. Ja, du come here, mir. Son. Come here, daughter. Dann sagt er, komm her, Sohn, let Tochter. Me wind you again. Lass dich nochmal aufziehen. Nochmal 15 Jahre. He's gracious, he's kind, he's good, but the more intimate you become, the more blessings you receive. Er ist gnädig, sanft, gut, aber je mehr intim du wirst, desto mehr Segen bekommst du. Every one of you that is sick tonight can be stand up and be free from sickness instantly. Jeder von euch, der krank ist heute Abend, kann aufstehen und spontan frei sein von der Krankheit. Because he wants you to be free. Denn er will, dass du frei bist. He doesn't want you to be crippled up. He doesn't want you to be in pain. Er will nicht, dass du verkrüppelt bist oder Schmerzen hast. I was just in Texas, we had 21 days there. In Texas hatten wir jetzt kürzlich 21 Tage. The breakthrough. Ein Durchbruch. And during that time a young girl came. Und während dieser Zeit kam ein junges Mädchen. And she said that her father is has cancer for more than a year now. Und sie sagte, dass ihr Vater Krebs hat, jetzt schon seit mehr als einem Jahr. And he's bleeding.
und Blut verlor. And they tried all kinds of drugs, but every day he's just bleeding and losing blood, and he's, you know. Sie haben viele Medikamente benutzt, aber jeden Tag blutet er und verliert viel and Blut. And he's in constant pain. Und hat permanent Schmerzen. And I said to her, you know what? It is so easy for the Lord to heal. Und ich sagte zu ihr, weißt du, dass es so einfach für den Herrn ist, zu heilen. I know God intimately, not the way I wish to know him, but I know. Ich kenne Gott intim, nicht so, wie ich ihn gern kennen würde, aber ich kenne ihn. Of course I don't know fully. I want to know more, and that hunger is good. Natürlich kenne ich ihn nicht voll. Ich möchte ihn mehr kennen, und dieser Hunger ist auch gut. But what I know, aber was ich weiß, is very simple. Das ist sehr einfach. What the world complicated, was die Welt kompliziert gemacht hat, hat der Herr rückgängig gemacht, nicht mehr kompliziert, vereinfacht. And I said, listen, no big deal. Und ich sagte, hör zu, es ist keine Can große you bring Sache. Your father here? Kannst du deinen Vater herbringen? You see, sometimes God answers your prayer through a minister. Manchmal beantwortet Gott dein Gebet durch einen Diener im Reich. You pray, you pray, you pray. Betest, betest, betest. And suddenly you are in the presence of a minister of God. Und dann bist du irgendwann in der Gegenwart eines Dieners Gottes. Your prayer is answered. Und dein Gebet ist beantwortet. Through the personal touch. Durch eine Berührung, eine persönliche. There are many different ways God answers your prayers. Es gibt sehr verschiedene, vielartige Möglichkeiten, wie Gott dein Gebet God can beantwortet. Answer your prayer through a baby. The baby can touch you and you can be healed. Gott kann dein Gebet auch durch ein Baby beantworten. Das kann dich berühren und du bist geheilt. Usually he will use people in your life. Normalerweise benutzt er Menschen in deinem Leben. But he can use a flower, he can touch a flower, you can be healed too. But the Bible doesn't say it's going to be like this. Ja, er kann auch eine Blume benutzen, wenn du die berührst, aber die Bibel spricht davon nicht. The Bible talks that a donkey once spoke, but it doesn't say that donkey heals anybody. Ja, die Bibel spricht, dass auch mal der Esel gesprochen hat, aber sie sagt nicht, dass der Esel alle heilt. Yeah, he could put the hoofs on you and heal you. Leg dir die Hufe auf und heil dich. Well, whatever the Bible doesn't speak, we should not speculate. Also Dinge, über die die Bibel nicht redet, darüber sollen wir auch nicht spekulieren. But you see, human beings are created for this. Their hands can heal. Ja, also menschliche Wesen sind dafür geschaffen worden. Sie haben Hände und sie können heilen. She said to me, "Well, he cannot come. He's in too much pain." Und sie sagte zu mir, er kann nicht kommen, er hat zu viel Schmerzen. And he's bleeding, you know. Er blutet. He's changed clothes all the time. He's bleeding. Der Bauern musste die Kleider wechseln, er blutet. And the compassion of God came over me and my father said to me, I will heal him. Und die Erbarmung Gottes kam über mich und der Vater sagte, ich will ihn heilen. And I said, Lord, what shall I do? Und ich sagte, Herr, was soll ich tun? All you need is a personal article from that man, like a shirt or undershirt. Und er sagt, du brauchst nur einen persönlichen Artikel wie ein Hemd oder ein Unterhemd von diesem Mann. So I said, bring me his best shirt, I mean the shirt that he likes to wear. Und bring mir ein Hemd, das er gerne trägt. I mean the shirt that even smells like him. I like that. Das Hemd, das schon nach ihm riecht, das mag ich. Don't clean it. Du es nicht waschen. Just bring it to me. Bring es. You see, this is a world of oneness in the kingdom of God. Das ist die Welt des Einsseins im Reich Gottes. Because clothes and you are one. Denn die Kleider und du, ihr seid auch eins. See, when we get to heaven, we will have new clothes, and the clothes and I will be one. Und wenn wir in den Himmel kommen, haben wir neue Kleider und die Kleider und ich, wir werden auch eins sein. There's, you know, those who know my preaching, you know that I already spoke on this subject. Diejenigen, die mein Predigen kennen, die wissen, dass ich über dieses Thema schon gesprochen habe. So the next day she's bringing his shirt. Und am nächsten Tag bringt er also das Hemd, bringt sie also das Hemd. So we pray for the girl. So haben wir gebetet für das Mädchen. And I said, give me your shirt. I just crumpled it. I said, you are healed in the name of Jesus. Und dann sage ich, gib mir das Hemd, und wir haben gebetet und gesagt, du bist geheilt im Namen Jesus. All of these meetings were televised. They were put on television. Und diese Treffen sind im Fernsehen übertragen worden. And we have recorded it on the digital tapes. Und wir haben sie dann auf DVD, heißt es, glaube ich, über digital tapes. TV, yeah. Quality tape, yeah. You know, professional. So, when we were editing, it was something fantastic to see. Und in the studio, when you see those tapes, what God is doing right there in front of you. Und wenn du das dann im Studio zusammenschneidest, dann ist es eine fantastische Sache, wenn du vor dir siehst, was Gott tut. The next day she comes.
Am nächsten Tag kommt sie. Oh, no. 1 week later. Nein, das war eine Woche später. I felt of the Spirit of God to go to the church on Sunday morning, to the same church where I was ministering. Durch den Geist Gottes empfand ich, in diese Kirche, wo ich damals war, am Sonntagmorgen gehen zu sollen. And I asked the pastor, please announce to all those people who have been healed to stay after the church, because I would like to record it, record their testimonies. Und ich bat den Pastor, dass er mal die aufstehen lässt, die da geheilt worden sind, damit ich die Zeugnisse auch aufnehmen kann. And thank God, he remembered. Und danke Gott, er hat sich erinnert. He said, I may forget it, so wave your hand. I didn't have to wave my hand, thank God. Also ich habe dann gesagt, wenn du es vergisst, dann muss ich winken, aber es war nicht nötig. And so the girl wasn't there. Und das Mädchen war nicht da. But one of the camera girls that was operating the camera. Aber eine von denen, die Kamera bedient haben. She already knew what happened. Die wusste schon, was geschehen war. So she called her quickly on a handy from the church. Und so hat sie es übers Handy hat sie angerufen. And in about 15 minutes later she came. Und 15 Minuten später kam sie. And she said this. Und sie sagte das. That night when we prayed. In dieser Nacht, als wir gebetet haben. Stopped bleeding. Hörte das Bluten auf. It was shortly before 10 o'clock in the evening. Kurz vor 10 Uhr abends. CAT scan is like a special rentgen, the entire body is scanned. CAT scan. Ich habe Katze verstanden. CAT scan. Ja, also das war dann irgendwie so ein Scannen, ein elektronisch-medizinisches Computerzeug. And the CAT scan revealed that all cancer is gone. Ja, und dieser medizinische Computer hat dann enthüllt, dass der Krebs ganz weg war. He wasn't there, but he was there because his clothes were there. Er persönlich war nicht da, aber doch irgendwie durch seine Kleidung. So another man comes in a wheelchair. Ein anderer Mann kam im Rollstuhl. His spine is filled with cancer from the neck all the way down to his base. Seine ganze Wirbelsäule vom Hals runter war mit Krebs gefüllt. And he cannot move his muscles anymore. He's like a, you know, lump potato. Und er konnte seine Muskeln nicht mehr benutzen. Er war wie young man, about 20 years old. Ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Oh, the compassion of God came over me. Und das Erbarmen Gottes erfasste mich. And I said, Lord. Und ich sagte, Herr. Is he the one? Ist er der eine? And the Lord says, yes, I will heal him. Ja, ich will ihn heilen. See, I always ask because there are some people who don't get healed for some reason. Ich frage den Herrn immer, denn es gibt Leute, die werden aus irgendwelchen Gründen nicht geheilt. And it's usually like this. God comes with a big bucket of water. Und es ist gewöhnlich so, dass Gott mit einem großen Eimer von Wasser kommt. It's pouring down. Und schüttet es runter. But only few have their cups open. Aber nur wenige haben ihre Tassen geöffnet. So they catch it. So dass sie was fangen. But most of them are filled with themselves already. Aber die meisten sind mit sich selbst schon voll. They are not empty of themselves. Sie sind von ihrem Selbst nicht entleert. They are filled with self-importance. They are filled with their theological ideas. Sie sind gefüllt mit Selbstwichtigsein und mit ihren theologischen Vorstellungen. And so the water is pouring, but they are not empty. You see, humility is being empty. Und so wird das Wasser ausgeschüttet, aber sie sind nicht leer. Niedrigkeit entleert, Demut. Because that's what it means to be humble, means to be empty of yourself. Und das ist es ja, was Demut ist, sich von sich selbst leer gemacht sein. Some people think they already figured out God. They know his name or this or that. Manche denken, sie haben Gott schon rausgefunden, seinen Namen und dieses und jenes. You know nothing. Du weißt gar nichts. I know nothing. Ich weiß auch gar nichts. I only know one thing. Ich weiß nur eins. When he wants to do something, wenn er etwas tun möchte, he takes hold of you. Dann fasst er dich. And you know that you know in your heart of hearts you know what he's doing. Und du weißt im Innersten deines Herzens genau, was But er tut. But it's not a mental knowledge, it's a spiritual knowledge. Aber es ist nicht im Kopf drinnen, es ist ein geistliches Wissen. So that's what happened. Und das geschieht. And immediately I called that man in the wheelchair to the front. Und so habe ich den Mann im Rollstuhl nach vorne gerufen. Was recorded on a tape again. Es wurde auch am Band aufgenommen. And I said, "What's happening, my brother?" Und ich sagte, was geschieht, Bruder? Oh, er jammert etwas. So we are praying. Wir haben gebetet. Do you feel anything? I said.
Fühlst du etwas? Fragte ich. He said, yes. Er sagte ja. I am melting, it's like I'm an ice that is melting under the heat. Ich schmelze, es ist wie ein Eis, das unter der Hitze schmilzt. And I said, well, ich sagte, are you in pain? Gut, hast du Schmerzen? No. Nein. I mean, as you were sitting in your wheelchair when you were coming here, you were full of pain, weren't you? Und als du doch im Rollstuhl saßt, hier bist du gekommen, warst du yes, doch voll Schmerzen, yes. Oder? Er sagte, ja. I thought that you will never call me. Ich dachte, du wirst mich sowieso nicht rufen. Because I couldn't stand it anymore. Ich konnte es nicht mehr aushalten. And I said, now? Was sagte ich, ja, jetzt? Oh, I'm so even more weak than before, but I have no pain. Ach, schwächer bin ich eigentlich als vorher, aber ich habe keinen Schmerz. Like this. So schlapp. So I said, could you try to stand up? Er sagte, ich könntest du versuchen aufzustehen. Yeah, so he's trying to stand up. Und er stärkte sich und stand auf. But the muscles are too weak. Aber er schaffte es nicht. Er versuchte aufzustehen, aber er schaffte es nicht. Die Muskeln waren zu schwach. I have two helpers, strong guys, and they lift him up. Und da hatte ich zwei Helfer, starke Männer, und die haben ihn hochgehoben. Then he says, oh! Und dann hat er gesagt. I said, what? Are you in pain? Er sagte, ich, was, hast du Schmerzen? No, 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 I don't have pain. Nein, I'm just stiff, he says. Nein, ich stehe einfach, sagt er. Stiff, steif. Ich bin steif, ja. I said, yeah, you need to loosen up. You have to get out of the wheelchair now. Ja, sagte ich, ja, du musst es lockern, du musst aus dem Rollstuhl raus jetzt. So he was standing like this. So Übungen tried to make it first. Versuch es erstmal. And I said, hey. Ich sagte, hey. Go back home. Geh wieder nach Hause. So 1 week later, we have a testimony. Eine Woche später hatten wir ein Zeugnis. One of the ushers met him in the restaurant. Einer der Ordner hat ihn in einem Restaurant getroffen. He said, hey man, how you doing? Er sagte, hey, wie geht es dir? And he says, I'm fine, I'm healed, I've got no cancer. Dann sagte ich, mir geht's gut, ich bin geheilt, ich habe keinen Krebs. The doctors don't know where the cancer went. The doctors don't know. Die Ärzte wissen nichts, aber der Gott hat gewonnen, der Krebs ist weg. People with sugar diabetes were healed. Leute mit Diabetes sind geheilt worden. Deaf people heard. Taube haben wieder gehört. Many other things. I mean, just goes on and on and on. Viele andere Dinge. Das ging jetzt immer so weiter. But it's not for healing only. Aber es geht nicht nur um Heilung. Healing is a natural progress. Heilung ist ein natürlicher Fortschritt. When you abide in the presence of God. Wenn du in der Gegenwart Gottes bleibst, dann ist es natürlich, dass du geheilt wirst. But I see a lot of miracle signs and wonders take place for the glory of God. Dann gibt's aber auch viele Zeichen und Wunder, die zur Ehre Gottes stattfinden. For the glory of God. Zu seiner Ehre. Even right now. Auch jetzt. If anyone has any pain in your body, any crookedness, anything like this, trust God right now. Trust the Lord. Wenn einer jetzt Schmerzen hat oder irgendeine Störung im Körper, vertraut ihm jetzt. Don't see God as a machine. Seht Gott nicht als Maschine. Please, bitte. He's your father. Er ist dein Vater. Jesus has, he said, the works that I do are not my works, but the Father's. Jesus sagt, die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern die des Vaters. And then he says, you will do the same works in my name. Und dann sagte er, werde die gleichen Werke tun in meinem Namen. So? So. No problem. Kein Problem. Now remember. Erinnert euch, that the waters of life are flowing right now. Dass die Worte des Lebens jetzt fließen. And all you need to do is say, Lord, I am empty. Und alles, was ihr tun müsst, ist zu sagen, Herr, ich bin leer. I am empty. Ich bin leer. Forgive me. Vergib mir. That I have believed mystically in you. Vergib mir, dass ich mystisch an dich geglaubt habe. You are in me. Du bist in mir. I say that. Ich sage das. You're in me. Du bist in mir. Those who do not have him yet, you first of all have to get rid of the sin. Die das nicht haben, die müssen erstmal von der Sünde, die Sünde loswerden. You must be free from condemnation. Du musst frei werden von Verdammnis. So, as we sit right now, say. So wie wir jetzt sitzen, sagen. Lord, forgive me my sins. Herr, vergib mir meine Sünden. Save me. Errette mich. I am guilty. Ich bin schuldig. Say it. I am guilty. Ich bin schuldig. It's a good thing to admit it.
Es ist gut, eine gute Sache, das anzuerkennen. Because in his eyes all of us are guilty. Denn in seinen Augen sind wir alle schuldig. I am guilty, Lord. Ich bin schuldig, Herr. I am a sinner, Lord. Ich bin ein Sünder, Herr. I ask for your grace. Ich bitte für deine, um deine Gnade. I ask you to wash me with the blood of your son. Ich bitte dich, dass du mich wäschst durch das Blut deines Sohnes. Which he has shed on Calvary. Das er auf Golgatha vergossen hat. I believe in that sacrifice. Ich glaube an dieses Opfer. And I want you to come into my heart. Und ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Live in me. Lebe in mir. Cleanse me. Reinige mich. Cleanse me from all worldliness. Reinige mich von aller Welt. Cleanse me from all sin. Von aller Sünde. Cleanse me from all addictions. Von allen Abhängigkeiten. Lord, I'm a slave to many things. Herr, ich bin Sklave in Bezug auf viele Dinge. You know them all. Du kennst sie alle. I ask you. Ich bitte dich, right now, jetzt, under this word, unter diesem Wort, in this place, an diesem Platz, set me free, befreie mich, set me free, befreie mich, this very moment, genau in diesem Moment, set me free, setze mich frei, heal me right now, heile mich jetzt, heal me right now, heile mich jetzt, heal me in my mind, heile mich in meinem Sinn, in meinem Verstand und Denken. Heal my soul. Heile meine Seele. Heal my body. Meinen Körper. Heal me. Heile mich. For your glory. Zu deinem Ruhm. Thank you, Lord. Danke, Herr. I am made new. Ich bin neu gemacht. I am set free. Ich bin frei gemacht. I am renewed. Ich bin erneuert. Thank you. Danke. Take a deep breath. Und tag Take tief a deep breath. Ein. Enjoy einatmen. It. Enjoy. He's faithful to do what he said. Und er ist treu zu tun, was er gesagt hat. Halleluja. Halleluja. Praise God. Praise God. Herrn. Praise God. Halleluja. All sickness is gone. Alle Krankheit ist gegangen. Is gone. Alle Furcht ist gegangen. You don't need it anymore. Du brauchst all nicht pain, mehr. Alle Schmerzen. All limitations. Alle Begrenzungen. Alle sind weggegangen. When you come tomorrow, wenn du morgen kommst, you will have a testimony. Dann kannst du ein Zeugnis geben. You sleep well. Sprichst gut. You will get up refreshed. Du wirst erfrischt. You have entered into the kingdom zone. Du bist in den Bereich des Königreiches hineingegangen. Halleluja. 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 You are in the kingdom of God. The kingdom of God has come near to you. Du bist im Königreich Gottes, es hat sich dir genähert. With this word, the kingdom of God has come to you. Durch dieses Wort ist das Königreich Gottes zu dir gekommen. And you have just entered. Du bist hineingetreten. Could we stand on our feet for a moment? Stehen wir uns mal für einen Moment auf unsere Füße. Joy! Freude! Joy! Freude! Joy! Freude! That's all right. You have received the joy of the Lord. It's your strength. Ihr habt also seine Herrlichkeit und seine Stärke empfangen. No more depression. Keine Niederdrückung mehr, keine Depression. No more depression. Keine Niedergeschlagenheit mehr. No more depression. Keine Niedergeschlagenheit no mehr. No more. Nicht mehr. Joy. Freude. Joy. Freude. Joy. Freude. Happiness. Glücklich sein. Happiness. Glücklich sein. Happiness. In Jesus. Im Namen. Ooh, that's good. Das ist gut. Feels good. Yes. Gut, ja. Your soul has to be activated. Now I want Deine you to Sinn. Put your hands on yourself like this. Jetzt möchte ich, dass du dir selbst like die Hände David auflegst did, und so wie David es tat. He said, just look like this is rejoice on my soul. Come on, rejoice on my soul. Freue dich, meine Seele. Oh my soul, don't be lazy. Oh meine Seele, sei nicht faul. Oh my soul, don't be lazy. Seine Seele, sei nicht faul. Rejoice. Freue dich, meine Seele. Bless the Lord, oh my soul. Preis den Herrn, be blessed, oh my soul. Sei gesegnet. Be strong, oh my soul. Seele, sei stark, meine Seele. Right now. Jetzt, genau. Yes. Jetzt. What happened? Did your soul obey you?
hat jetzt of course your face has changed. Eure Gesichter haben sich verändert. When you command your soul to rejoice, it will rejoice. Wenn du deine Seele befiehlst, sich zu freuen, because dann wird your sie mind sich has been cleansed. Denn dein Sinnen hat sich ist gereinigt and this worden. Mind can command the emotions and everything, and it will be as you command. Und dieses Hirn, dieser Denksinn kann befehlen der Seele. Ich will jetzt noch mitteilen, dass mir der Herr befohlen hat, etwas zu tun. He told me to appoint certain people. Er hat mir gesagt, dass ich bestimmte Leute herausgreifen soll. And he will give them the power. Und er wird die Kraft geben, so they can go and touch other people and heal them. Dass sie rumgehen können, andere Leute berühren können und sie heilen können. The first time I obeyed God in this word was in Belgium. Und das erste Mal, als ich Gott in Bezug auf dieses Wort gehorcht habe, das war in Belgien. And the first time the Lord used was a 8-year-old girl, a 7-year-old girl. Und Gott hat da ein 7-jähriges Mädchen gebraucht. And I said, do you want to heal these people? Und ich sagte, willst du diese Leute heilen? Said, yes. Sie sagte, ja. Said, stretch your hands. So streck deine Hand aus. Put it in her hands. Und ich legte es in ihre Hände. And she started to touch the people, and people were getting set free, healed. Und sie berührte die Leute, und sie wurden freigesetzt und geheilt. In San Antonio, I used my bodyguards. They were bodyguards, big guys. Und in San Antonio habe ich also, ich will das nicht sagen, aber das ist wirklich so. Ja, er hat seine Leibwächter benutzt, wozu du brauchst, wirst du später noch erklären müssen. Ja. Wow. They organized it. I did not organize it this way. They organized it. Okay. And so I gave him power. Da habe as ich the denen, Lord directed, of course. Da habe ich denen die Kraft gegeben, wie es eben der Herr mich geleitet hatte, natürlich. And they went around and I said, go to that person, go to that person. Und sie sind dann rumgegangen, sind and zu we had miracles denen, den Leuten miracles. Gegangen und da gab es also Wunder. The power of God was just coming and people were set free. Und die Kraft Gottes kam und Leute wurden freigesetzt. So, I'm saying this tonight. So that you will be prepared for it for tomorrow, okay? Und heute sage ich euch das, damit ihr auf morgen vorbereitet seid. God wants you to know that this is going to happen, so you'll be prepared. Und Gott möchte, dass ihr wisst, dass so etwas, dass das geschieht und so dass ihr vorbereitet seid. Empty yourself of yourself, be an empty vessel, let him fill you with this. Und macht euch leer von euch selbst, seid ein leeres Gefäß, damit ihr gefüllt and werden könnt. Bring everybody that needs the touch to the of the Lord. Und bringt jeden her, der die Berührung des Herzens braucht. And anyone that needs to get saved, bring them here. Und jeder, der geheilt werden, gerettet werden muss, bring ihn her. The time is short. We just have die Zeit ist another kurz. Day tomorrow only. Wir haben morgen einen. And your life can be permanently changed through one meeting. Und dein Leben kann andauernd gerettet werden durch we can bring heaven Treffen. To earth right here in this meeting. Und den Himmel kannst du auf die Erde runterbringen. You can be in turned so around hier. 180 degrees. You can be turned around. Du kannst 180 Grad rumdrehen so einem. If Treffen. You come prepared. Wenn du vorbereitet kommst. Not passively, but really actively. Nicht hungry passiv, like a sponge. Sondern aktiv, hungrig wie ein trockener Schwamm. Yeah. Father, I ask you right now to bless each and every person. Vater, ich bitte dich, dass du jede Person segnest. I want to bless you with Aaron's blessing. Mit dem Segen Aarons möchte ich segnen. And afterwards, after this blessing, you check yourself. Check if you find any sickness in you anymore. Check yourself. Check if there's any weakness anymore. Und nach diesem Segen prüft euch, ob ihr noch Schwäche und Krankheit habt. Or any pains, or any stiffnesses. Oder Schmerzen oder Steifheiten prüft because euch. The Lord is going to set you free. Denn der Herr will euch freisetzen. And then you have to give him glory for it. Und dann hast du ihm die Ehre dafür zu geben. Ivrecha Adonai veishmrecha Yoer Adonai pani velecha Ve'yehuneda Yasadonai pani velecha Yasen lecha Shalom.
presence of God is so wonderful, so wonderful.